Ich bin Jasmin von Mainberry und in diesem kleinen Mini-Tutorial möchte ich dir zeigen, wie ich in diesem Motiv die Color-Drop-Funktion anwende. Diese Blume hier möchte ich einmal komplett alle Blüten mit einer Farbe ausfüllen. Ich habe die Farbe schon angewählt und brauche jetzt einen Brush, der nicht porös ist. Dafür gehe ich am besten in die Kollektion Kalligraphie. Die gehört zu Procreate dazu und auch hier findest du direkt den Monoline-Pinsel. Den brauche ich in einer etwas kleineren Größe. Die Blütenmitte ist bei mir auf einer getrennten Ebene. Das kann ich mir auch super gut ausblenden, damit ich besser meine Skizze sehen kann. Und auf dieser Ebene, wo auch die restlichen Blumen sind, werde ich jetzt anfangen, meine Konturen für die Blütenblätter zu ziehen. Und was halt sehr wichtig ist, ist, dass du immer die Blüten abschließt. Also, dass es eine geschlossene Form in sich ist. Das mache ich jetzt für alle Blüten einmal. Wenn du damit fertig bist, musst du jetzt einfach nur die Farbe in die jeweiligen Formen reinziehen. Ich zeige dir wie. Du gehst mit dem Pinsel in die Ecke, wo deine Farbe ist, und ziehst sie in eine Form rein. Dadurch, dass wir gerade mit einem sehr einfachen und in sich geschlossenen Brush gearbeitet haben, der keine Textur hat, wird die Farbe auch direkt hier drin bleiben. Wenn du einen porösen Brush mit Textur verwendet hast, dann musst du hier auf den Schwellenwert achten, aber dazu vielleicht ein andermal mehr. Mit Monoline ist es definitiv super einfach, da kannst du nichts falsch machen. Damit das Ganze jetzt schneller geht und du nicht jede Blüte einzeln mit Farbe füllen musst, kannst du auch einfach weiter einfärben, hier antippen und kannst jetzt einfach jede Blüte ganz schnell mit Farbe füllen. Wenn du fertig bist, gehst du hier auf das Häkchen. Jetzt aktiviere ich mir noch die Blütenmitte und ich kann natürlich auch noch, wie bei meinen anderen Blumen, ein paar Details ergänzen. Das würde ich dann mit einer Clippingmaske oder mit einer Eifersperre machen. Wenn du mehr dazu sehen möchtest, lass es uns gerne mit einem Daumen nach oben oder einem Kommentar wissen. Dieses Motiv gehört übrigens zu unserem neuesten Procreate-Kurs Wildblumen. Da machen wir 3 Projekte drin und ich zeige dir außerdem, wie du aus diesen Projekten eigene Sticker machen kannst.